Heute 7:5 gegen WFC verloren, woran lag? Ja, es war schon die ganze Woche, konnte man wissen, so die Motivation immer weiter sinken. Es war schon in den Trainings erkennbar. Dann im letzten Drittel konnten wir uns nochmal aufraffen, dann die letzte Hälfte. Und ja, es war halt einfach eine Frage der Einstellung. Ihr hattet am Ende noch ein Powerplay, hättet da vielleicht nochmal rankommen können. Wieso hat es da nicht geklappt? Das ganze Spiel stand nicht im Powerplay. Ja, genau, du sagst es. Also wir hatten wirklich Probleme mit dem Powerplay. Wir haben wieder in Unterzahl fast besser gespielt als in Überzahl. Und das darf natürlich nicht sein, gerade gegen so eine Mannschaft, die im Powerplay bespielbar ist, die sich nicht wirklich, die sich schön hinten reindrängen lässt. Ja, das müssen wir auf jeden Fall im Training. War das heute dann eine verdiente Niederlage für Butzbach? Der WFC hat sich durch Einzelkönnen, durch Einzelspieler ausgezeichnet. Also es haben im Prinzip auf dem Spielberichtsbogen drei Leute, das Spielleute gemacht vom WFC. Wir haben das nicht geschafft, diese Leute systematisch auszuschalten. Wir wussten von vornherein eigentlich, wer das Spiel macht. Das hätten wir dann besser noch umsetzen müssen. Vielleicht eine Manndeckung, Spieler rausnehmen. Also wir wussten eigentlich, wo die Achillesferse ist. Wir haben das nicht genutzt und von daher denke ich, haben uns einfach blöd angestellt und aufgrund dessen